Der Wochenrückblick vom 25. bis 31. Dezember 2017. Bewaffneter Raubüberfall auf McDonald's-Filiale in Obertraubling. Bei einem bewaffneten Raubüberfall erbeutete ein bislang unbekannter männlicher Täter mehrere tausend Euro. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Am Mittwoch, den 27.12.2017 gegen 3.10 Uhr betrat ein maskierter Täter über den Hintereingang die McDonald's-Filiale in Obertraubling. Er bedrohte zwei Mitarbeiter, die mit Reinigungsarbeiten beschäftigt waren, mit einer Schusswaffe. Der Täter erbeutete Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten blieben unverletzt. Der flüchtige Täter wird wie folgend beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Figur, blondes Haar, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Baseballcape, Schal übers Gesicht gewickelt und braunen Schuhen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Regensburg unter der eingeblendeten Telefonnummer zu melden. Die Obertraubling News wünschen allen Zuschauern ein gutes und gesundes neues Jahr 2018.